Finn Kliemann möchte aktuell nicht mit uns sprechen. Das teilt uns sein Team heute schriftlich mit. Zitat: Finn Kliemann befindet sich in der Aufarbeitung. Er bittet um Verständnis, dass er sich aktuell und in dieser Phase weder äußert noch auftritt. Vor 2 Jahren sah das noch ganz anders aus. Stolz erzählt Finn Kliemann im Stern-TV-Interview von seiner Maskenproduktion. Die Corona-Pandemie hat gerade begonnen. Der heute 34-Jährige erklärt uns, wie und warum er jetzt Masken produziert. Wir versuchen sich an dieser Krise ein bisschen zu bereichern. Und wir stinken da so ein bisschen dagegen. Das ist halt so eine Selbstkostenkiste. Und es gibt einfach da draußen viele, die das teuer machen. So, wir zahlen irgendwie auch faire Löhne. Wir benutzen gutes Material dafür, sodass die Abschirmwirkung möglichst hoch ist. Seine Masken würden fair in Europa produziert, sagt er damals. Das ist eine faire Produktion in Portugal und auch in Serbien. Da machen wir Sachen. Mittlerweile produzieren wir aber irgendwie 250.000 Stück die Woche. Ein Geschäftspartner Kliemanns schickt uns damals dieses Video. Es soll eine arbeitende Frau in Serbien zeigen. Die Realität der Maskenproduktion sah aber so aus, sagen aktuelle Recherchen des ZDF. Eine Textilfabrik in Bangladesch. Hier sollen die Masken zum Großteil produziert worden sein. Laut ZDF-Magazin Royal beträgt der Durchschnittslohn 130 Dollar pro Monat. Die Hälfte des Existenzminimums. Am 6. April 2020 schreibt Finn Kliemann laut den Recherchen: Dann lass erstmal nur Bangladesch machen. Und wenige Tage später: Krise kann auch geil sein. In unserer damaligen Sendung erwähnt er die Produktion in Fernost nicht, sondern gibt sich empört. Jetzt ist einfach nur der Fakt, dass viele Leute versuchen, sich an dieser Krise zu bereichern. Nicht nur die, die das produzieren, sondern vor allen Dingen aber die, die das weiterverkaufen. So. Und Reseller, das ist das, was mich ärgert. Wie kann man jetzt gerade sagen, ich habe hier gerade 10.000 Dinger irgendwo ergattert und setze die für 30, 40 Euro irgendwo ins Internet? Das finde ich einfach frech. Das ist genauso wie mit, keine Ahnung, Sagrotan oder so, wo alte Omis mit einem Irrglauben ausgenommen werden und dann 100 Euro für so eine Buddel bezahlen und so. Das ist einfach dreckig, sowas macht man nicht. Es ist eine schöne Geschichte des Menschenfreunds Finn Kliemann. Viele kennen den Chaoten aus dem Norden als lustigen Heimwerker-King. Seit 2016 begleitet Stern-TV den YouTuber regelmäßig bei seiner Arbeit. In Zefen in Niedersachsen bastelt und tüftelt Finn Kliemann in seiner Garage. Ja, Heimwerker-King ist auf jeden Fall, der Name ist eine ironische Wortwahl. Und Finn Kliemann macht Musik. Ein Bollerwagen ist ein Karton an der Schnur. Er produziert sogar seine eigene Mode. Immer weiter steigt seine Popularität. Immer größer werden die Sympathien für den 34-Jährigen. Er unterstützt soziale Projekte, setzt sich für die Rettung von Flüchtlingen ein. 2020 wird Finn Kliemann dann Maskenproduzent. Mit Hilfe der Firma Global Tactics. Und seinem Partner Tom Ilbruck. Am 22. April 2020 ist Finn Kliemann zu Gast bei Stern TV. Den Klamottenbetrieb hast du auf Maskenproduktion umgestellt? Genau, also wir haben jetzt, also unser Produzent in Portugal hatte da eben Riesenprobleme, weil ihm ganz viele Jobs weggebrochen sind. Das gleiche in Serbien, da wären 80 Leute arbeitslos gewesen. Und dann haben wir gesagt, ey, hier werden viele gebraucht. Dann stellen wir jetzt ganz kurz um. Schrauben das hoch. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, der größte Maskenproduzent Europas. Die vermeintlich größte Maskenproduktion Europas. In Portugal und Serbien produziert. Das ist Finn Kliemanns Botschaft. Von Produktionen aus Fernost kein Wort. Dabei soll er am selben Tag diese E-Mail geschrieben haben. Zitat: Die Ware ist jetzt noch im Zoll? Die sollte doch gestern ankommen. Das klingt schon mal beschissen. Wir verlassen uns hier mit richtig vielen Leuten und dem ganzen Setup darauf, dass du deine Liefertermine einhalten kannst. Wir brauchen ganz dringend zuverlässige Termine. Laut Recherchen des ZDF bezieht sich die Mail auf Maskenlieferungen aus Bangladesch. Im Interview berichtet der 34-Jährige damals, dass er auch Flüchtlingscamps mit Masken unterstützen wolle. Zum Glück haben wir so viele verkaufen können, dass wir zum Beispiel dann auch in Lesbos und mit Sea-Watch zum Beispiel 20.000 Masken in die Flüchtlingscamps bringen konnten. Heute Morgen treffen wir Mattea Weihe von der Flüchtlingsrettung Sea-Watch. Sie war 2020 dankbar über die Lieferung der Masken für Flüchtlinge.
Da haben wir natürlich dann auch darauf geachtet, dass sie fair produziert sind, dass sie auch zu einem Preis erworben werden können, wo kein Profit entsteht. Und das wurde uns auch immer wiederholt betont. Sea-Watch hat Masken von Global Tactics gekauft. Für insgesamt rund 22.000 Euro. Wir haben 17.500 Masken bestellt zum Preis von 93 Cent. Haben in diesem Zuge der Bestellung noch mal 2.500 als Spende erhalten. Haben dann noch mal 3.000 nachbestellt. 93 Cent pro Stück. Dabei seien die Masken in Fernost für nur 40 bis 45 Cent produziert worden. Bei Sea-Watch fühlt man sich betrogen. Ich bin enttäuscht, dass dort immer wieder gesagt worden ist, nein, 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 hier geht's nicht um Profit. Aber letzten Endes wurde diese Situation von Menschen ausgenutzt, die in unmenschlichen Lagern ausharren, um eigentlich am Ende Geld zu machen. Hinzu kommt, rund 100.000 Masken sollen fehlerhaft gewesen sein, sagen Recherchen des ZDF. Zitat aus einem Nachrichtenverlauf von Global Tactics. Wir können die sofort in ein Camp nach Samos, Griechenland und Bihać in Bosnien schicken. 100.000 falsche Masken sind vollzählig hier. Dass mangelhafte Masken aus Bangladesch bezogen wurden, geht auch aus einem Urteil des Landgerichts Kleve hervor. Die Masken aus Bangladesch waren von unzureichender Qualität und wurden im Einvernehmen der Parteien gespendet. Jetzt fordert Sea-Watch, stellvertretend für viele Hilfsorganisationen, finanzielle Wiedergutmachung. Was jetzt passieren muss, ist zweierlei Dinge. Das eine ist eine absolute Transparenz. Das zweite, und das ist das Wichtigste, ist, dass dieser Profit, der gemacht worden ist, dorthin zurückgeht, wo Menschen tatsächlich am meisten sozusagen Schaden getragen haben. Und das sind nicht die Organisationen, sondern das sind unter anderem die Geflüchteten selbst oder aber auch die Menschen, die unter bestimmten Arbeitsbedingungen in anderen Ländern gearbeitet haben. Das ist das Mindeste, was jetzt passieren muss.